Ja, hallo Leute, hier ist wieder mal euer Verzetteler. Willkommen zum Toilet Tycoon. Würde man sagen, ohne lange Vorreden fangen wir mal an. Wir spielen, meine ich, gegen Mr. Methan. Und der ist eine linke Sau. Und schauen wir mal, fangen wir mal mit der Vorstadt an. Natürlich brauchen wir einen Handtrockner, natürlich brauchen wir einen Seifenspender. Grundausrüstung brauchen wir auch. Da das ja quasi gar nichts ist, fangen wir auch mit einem Euro an. Können wir schon was forschen? Ja, können wir. Fangen wir doch gleich mal mit der Forschung an. Kommt schon. Ah, leider nichts. Na, okay. Naja, eine Keramikschüssel. Okay. Das hat uns 11.000 gekostet. Oh, boah. Okay, dann war's das wohl schon. Und eine Smaragdschüssel, natürlich. Oder versuchen wir es doch mal mit 2 Euro? Wir versuchen es mal mit 2 Euro. Ich gratuliere. Ja, der Kondomautomat muss her. Okay, wir nehmen mal Metall. Yes, ich habe die goldene Klobürste bekommen. Das freut mich für den Typen nicht. Mr. Methan, ne?
Ja, genau. Aber ich bin Runenkönig. Ich forche auch mal. Komm schon. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ah, nein. Natürlich kriegt er noch eine Goldschüssel. Steck ihm doch gleich alles hinten rein. Ist doch wahr. Ah, das bringt nichts. Natürlich entwickelt noch gleich eine höhere Klobrille und schickt mir einen Kaputtmacher. Und der hat auch noch Erfolg. Und er kriegt noch eine Medaille und wird befördert. Aber ich gewinne die Tombola. Toll. Moment. Ah, okay, alles klar. Immerhin. Nein, jetzt reicht das Geld nicht mehr für... Obwohl, doch, warte mal. Doch, klar reicht es noch. Komm schon, bitte, bitte, endlich, endlich. Yes! Intensive Forschung führten zur Entwicklung der Spülung Fäkalmarodeur. Moment. Diese Klospülung unterscheidet sich von ihrem Vorgängermodell in ihrem Zweikammern-System, das einen großen Spüldruck bei ausgleichender Druckverteilung in beiden Hälften der Schüssel erzeugt. Durch die doppelten Spülketten ist die genaue Abgleichung der bilateralen Fäkalflutung gar kein Problem. Sehr schön. So, das war's dann auch erstmal. Das ist alles klar, alles gerichtet. Sehr gut. Ab dafür. Mr. Methan hat natürlich die Tombola gewonnen. Und kriegt eine Smaragdschüssel hinterher. Ja, ja. Okay, Moment. Mach das mal anders. Machen mal die Musik aus, weil sonst habe ich das Gefühl, sorry, aber ich habe sonst das Gefühl, ich muss hier so laut reden. Machen wir das mal so. Außerdem ist immer besser, von wegen eventuell irgendwas mit GEMA oder so. Schauen wir mal.
Ja, Stinkefinger, ey. Würde ich dir auch gern zeigen. Verteilbarung. Stimmt ja, da war ja was. So, jetzt dürfte der Rubel auch gleich schon ein bisschen mehr rollen. Warte mal. Ach so. Ja gut. Tut er auch. Sehr, sehr gut. Bitte nicht. Oh. Ja, wirtschaftlich. Ich gebe dir gleich Wirtschaftlichkeit. Immerhin eine Goldschüssel. Immerhin. Die baue ich hier gleich mal ein. Da kann man ja wohl auch mal noch einen Euro mehr verlangen. So. Hier bauen wir gleich noch den Fäkalmarodeur ein, oder wie er heißt. Genau. Und Oh. Warte mal, das machen wir gleich noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade. Naja. Wir schicken mal gleich noch das Gesundheitsamt. Das ist doch gut. Gerade da so am Flughafen, da kann man ja nie wissen, ich meine. Ja, seht ihr mal. Ja, aber immerhin 15.000. Damit hat dann auch wahrscheinlich der Krieg begonnen. Aber das ist mir erstmal total wurscht. So. Ja. Give it to me. Natürlich klappt's jetzt. Aber immerhin in der Tombola gewonnen. Hey. Komm schon. Eine Keramikschüssel. Ich freue mich. Sowas von klar, dass die Brillen jetzt nicht mehr da sind. Ah ja. So. Oh, warte mal. Okay, versuchen wir noch mal zu forschen. Bitte. Ah, Tombola, aber zumindest gewonnen. Immerhin die Vitalschüsse. Da machen wir aber auch hier 2 Euro draus. Und wir forschen noch. Warte mal.
Ah! Okay, wir forschen nochmal. Komm schon. Ach, das gibt es doch nicht. Oh, das Gesundheitsamt. Oh, schicke ich da mal. Doch. So, so, siehst du mal, so geht das nämlich gar nicht. Immerhin 15.000. Und gleich ziehen die Preise so an. Schaut euch die Preise an. Das gibt es doch gar nicht. Yes, ich bin jetzt Rollenverteiler. Naja. Es sei ihm nicht gegönnt. Okay,26.000 haben wir jetzt. Warte mal, erstmal alles richten. Und dann werden wir mal eine Lichtschranke einbauen. Besser ist besser. Naja. Wir forschen nochmal. Die Preise, ey, das finde ich. Das Schöne ist, müsste aber auch sein, er müsste ja jetzt denselben Preis bezahlen, wenn ich das richtig verstehe. Komm schon. Bitte. Endlich. Erfolg. Große Bemühungen ermöglichten die Entwicklung der Brille Backenfänger. Mit dieser Klobrille sitzt man definitiv nicht mehr zwischen den Stühlen. Durch die neuere ergonomische Formgebung dieser Brille dürfte so ziemlich jede Backe sich wie zu Hause fühlen und alle hämorrhoidengeplagten Hintern können mal wieder tief durchatmen. Das gefällt mir doch. Ah, ich hab schon wieder verwechselt. Das kann nicht wahr sein. Ach komm, nee, bitte nicht. Ich hab da extra Lichtschranken einbauen lassen. Eben, geht nämlich nicht mehr so einfach. So, hier, schau mal. Das ist doch schon mal, das sieht doch schon mal besser aus. Und ich bin schön der Rundenkönig. Und krieg immerhin eine Metallschüssel. Auch wenn mir die nichts bringt. Aber immerhin. Hey. So, warte mal. Alles richten. Gut, und jetzt kann ich schön mal forschen. Was ich auch gleich tun werde.
der Spülung nämlich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Ha! Intensive Forschungen führten zur Entwicklung der Spülung Springflut. Das Druckgleichgewicht ist bei dieser Spülung mit Hilfe eines Kreisestabilisators verstärkt worden. Zur Ausstattung gehört zudem ein Spülkraftverstärker, der aus zwei Turbinen gespeist wird. Ein angenehmer Nebeneffekt ist außerdem die Beseitigung übler Gerüche durch die Sogwirkung der Turbinenventilatoren. Sehr schön. Das freut mich doch. Der Preis freut mich jetzt nicht, aber gut. Ja, klar, Design für Komfort. Ja, ja. Preis für Komfort. Ja, ist ja gut. Hab's ja kapiert, du bist super, du bist der Beste. Hier, und das bei gleichbleibendem Preis. Und warum? Weil ich's kann. Ich bin trotzdem Rundenkönig. Und ich kriege eine Keramikschüssel. Naja, kein Kommentar hierzu. 50.000, immerhin. Da kann ich doch Forschung gut betreiben. Bitte, 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 bitte. Scheiße. Hey, das sage ich, weil es da steht. Nein, 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 nein. Bewegungsmelder, pass auf. Geht doch. PR-Berater, na toll. Das gibt es alles nicht. Immerhin kriegt er nur eine Keramikschüssel. Trotzdem, das kann alles nicht wahr sein. Und das kann auch nicht wahr sein. Jetzt kann ich um Haaresbreite nicht mehr forschen. Nein, 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 nein. Boah. Komm schon, gib mir was Gutes. Ach doch, keine Keramikschüssel. Das ist doch nichts Gutes. Okay, immerhin können wir wieder forschen, was wir jetzt auch tun werden. Bitte, bitte, bitte. Das darf nicht wahr sein. Ach, Mann. Okay. Komm, Keramik, 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 Keramik. Apokalypse, natürlich. Jetzt komm, jetzt forsch doch hier mal ordentlich. Jetzt mach doch mal. Ich bitte dich. Ach, das gibt es nicht. Ja, ja, ich weiß, was da die Forschung ist.
Ja, Mr. Methan, ich gratuliere. Ja, 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 ja. Jetzt komm aber. Endlich. Große Bemühungen, sehr große Bemühungen, ehrlich gesagt, ermöglichten die Entwicklung der Brille Presswonne. Diese Klobrille hat rechts und links je eine Armlehne, sodass ihr Arm sich aufschwungen kann und so am Ende noch genügend Kraft zum Abwischen hat. Dadurch ist gewährleistet, dass sie auch bei längeren Kloaufenthalten genug Kondition aufbringt und jedes Geschäft erfolgreich zu Ende führen. Sehr schön. So, zum... Ja, kaufe ich nichts mehr. Nochmal die Apokalypse, ja klar. Aber klar. Okay. Immerhin Mittelklasse. Und die Preise bleiben aber gleich. Das hat doch mal was. Komm schon, das muss doch mal irgendeine Auszeichnung geben oder so. Ein Bürgerverein macht sie für die schlechte Luft in seinem Viertel verantwortlich und verlangt als Entschädigung 8.200 Euro. Ihr Guthaben beträgt 82.282 Euro. Möchten Sie das Geld zahlen oder vor Gericht ziehen? Das stimmt doch gar nicht. Ich ziehe vor Gericht. 500. Yes! Ach, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da ist doch immer noch diese Bewegungsmeldung oder so. Na! Ja, Metall bringt mir auch nicht so wirklich viel. Unvollständig. Ja, weil da die Brille fehlt. Warte mal. Die Schüssel. Warte mal. Ja, packen wir. Ah, zumindest ist nicht so viel passiert. Wir forschen nochmal. Und zwar die Spülung. Erforschen wir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hm. Naja. Okay, dann halt nicht. Dann mal weiter schon. Ja. Immerhin 50.000. Und nochmal die Apokalypse. Natürlich. So Leute, falls der jetzt Angesprochene denkt, ich hätte das vergessen, habe ich nicht. Folgendes, ich würde jetzt gerne eine Gedenkminute einlegen und zwar versuche ich so in etwa zu schätzen, was jetzt eine Minute ist. Es geht um einen Freund von mir. Und zwar dieser Freund, der wird jetzt anfangen zu studieren. Und der ist jetzt in den nächsten
zwei Wochen, fängt am Montag an, ja, ist er oder wird er an einem Ort sein, an dem er so gut wie keinen Internetempfang haben wird. Zumindest wird dieser Internetempfang vermutlich nicht ausreichen, um jetzt groß ins Internet wirklich gehen zu können. Deswegen würde ich gerne für ihn jetzt eine Gedenkminute einlegen. Also verbringen wir nun eine Minute der Stille. Okay, so, jetzt geht's mal weiter hier. Ja, so. Da würde ich mal sagen, bis dann, Alex, ne? das ist der Freund, von dem ich gesprochen habe. Yes! Einmal eine gute Tat vollbracht und schon kommt sowas. Siehst du mal. Und 96.000 auf dem Konto. Das gefällt mir doch. Können wir doch gleich wieder forschen. Komm schon. Jetzt gib ihm. Ach. Ja, freu dich, Mr. Methan. Freu dich. Nochmal Apokalypse. Das gibt es doch gar nicht. Ja, und der hat hier schon fast überall. Ja, ist klar. Okay, also gewinnen werden wir eh nicht, aber naja, man spielt dieses Spiel ja, würde ich mal sagen, auch eher so for fun als dass man ernsthaft glaubt, man könnte diesem Spiel gewinnen. Das ist doch. Boah. Und ich bin zumindest der Rundenkönig. Jetzt gib mir was Gutes. Eine Smaragdschüssel, das ist doch mal gut. Das ist doch mal wirklich gut. Smaragd luxuriös. Da mache ich hier mal 4 Euro draus. Da mache ich mal 3 Euro draus und das belasse ich bei 2 Euro. Ja, so kann man das doch machen. Und wir forschen noch. Komm schon, jetzt gib mir endlich. Das gibt es nicht, das kann nicht wahr sein. Ja, komm, als ob. Als ob da was wäre. Mach dich mal nicht lächerlich, ja? Ich warn dich.
Okay. Und das geht noch. 35.000. 35.000. Natürlich hat er noch Erfolg, ey. Gib's mir doch gleich in alle Löcher. Ist doch wahr. Unvollständig. Weil die Brille fehlt. Natürlich. Immerhin 72.000. Ja, und wieder. Ach komm, jetzt. Jetzt hört's aber auch auf, Spaß zu machen. Kann nicht wahr sein. Und 7.000. Oh Mann. Hey, immerhin eine Goldschüssel. Die baue ich doch gleich noch ein. Und ich habe eine Marmorschüssel übrig. Was ist das denn? Ich finde, das geht so mit den Preisen und so. Und jetzt gibt mir endlich die neue Spülung. Bitte. Ah, intensive Forschung führt zur Entwicklung der Spülung Sturzbach. Charakteristisch an diesem Typ sind seine Wassertanks. Selbst bei längeren Sitzungen gehen die Spülreserven nicht zu Ende. Das breite Rohr sorgt außerdem für einen derartigen Spüldruck, dass die Spülung ausschließlich durch Aufdrehen des Ventilrads ausgelöst werden kann. Das heißt, wenn die Leute da drauf sitzen und nicht wissen, wo dieses Ventilrad ist, dann wird doch die Spülung niemals ausgelöst. Das gefällt mir nicht so. Naja, okay. Was? 12.500. Alles ist gerichtet. Wunderbar. Natürlich wieder das Gesundheitsamt. Oh Mann. Oh. Ja, was willst du? Was? What? Alter, 908.300 Euro. Das gefällt mir. Gib ihm. Und er hat trotzdem keine Patienten verloren. Das ist ja wohl eine Frechheit. Naja. Der Mann scheint es zu haben. Was soll man sagen? Was soll man machen? Deswegen muss ich irgendwie quasi versuchen, durch Innovation zu gewinnen. Wisst ihr, was ich meine? Prunkvoll? Pass mal auf.
Die Preise bleiben trotzdem gleich. Ist mir jetzt wurscht. 88.000. Yes. Ach komm, als ob. Ja, ist klar. 14.000. Der versucht doch einfach nur, mich fertig zu machen, der Typ. Und ja, ich gebe zu, es gelingt ihm auch ganz gut. Nee, mein Freund, das wird jetzt nicht klappen. Das klappt nicht. Sag ich doch. Dann wollen wir mal sehen. So, so. So, so. So, so. Was? Was? 84.000? What the? Was fällt den Typen ein? Was habe ich ihm denn getan? Was habe ich dem Typen denn getan? Nein, das wird wieder nicht funktionieren. Das geht nicht. Ja, natürlich. Wieder das Gesundheitsamt. Ja. Mr. Methan hat 4,6 Millionen. Ja, ist klar. Was? Wie viel? 120.000. Und der kriegt noch eine Smaragdschüssel. Du willst mich doch verhökern. 120.000. Jetzt reicht's aber mal. 8 Millionen! Alter. Was? Ja klar, da habe ich noch meine Parzelle verloren, ist klar. Okay, ich denke, das war's jetzt. Ja, das war's jetzt. Er hat jetzt alles. Da ist nichts mehr frei. Tja, Leute, seht ihr mal, das war's mit dem Spiel. Tja, manchmal läuft's so und manchmal läuft's so. In dem Fall lief's einfach scheiße. Was soll man dazu sagen? Okay, wir haben jetzt, glaube ich, so circa eine Stunde auf der Uhr. Das soll jetzt auch reichen. Immerhin kriegt ihr es bei mir immer ungekürzt. Seht ihr mal? Also, meinen ganzen Frust konntet ihr schön mitbekommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem zumindest ein bisschen gefallen. Und vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht, dass ich mich so aufgeregt habe. Keine Ahnung. Vielleicht seid ihr ja so. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen. Das kommt heute noch raus und vielleicht seht ihr das ja heute auch noch. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Sonntagabend und eine schöne Nacht und eine schöne nächste Woche und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und bis zum nächsten Video. Euer Verzetteler. Ciao.